meine Lieben, da bin ich wieder. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute will ich mal eine leckere Biskuitrolle machen mit Erdbeerfüllung. Alles, was wir dazu brauchen, steht hier. Also, für den Teig brauchen wir 6 Eier, ein Päckchen Backpulver, 240 Gramm Zucker, 240 Gramm Mehl. Ich habe das schon jetzt gesiebt. Für die Creme brauchen wir 2 Päckchen Schlagsahne. Das sind 200 Gramm in jedem. Ein Becher Schmand, auch 200 Gramm, 24-prozentigen. 2 Päckchen Sahne steif, Zitronenaroma, 2 Esslöffel Zucker und Erdbeermarmelade. Man kann auch was anderes nehmen. Kirschmarmelade passt auch sehr gut. Oder so, was man so zu Hause hat. Und zum Dekorieren habe ich einfach Kekse genommen, Butterkekse, habe sie so ganz fein zerbröselt oder gehackt, wie auch immer. Also zuerst werde ich jetzt die Eier und den Zucker richtig schön schäumig schlagen. Man kann das natürlich auch mit Rührgerät nehmen, so ein Handrührgerät geht auch. Jetzt kommt das Backpulver rein zuerst. So, das Backpulver habe ich jetzt runtergemischt. Jetzt kommt ganz langsam das Mehl. Nicht sofort alles auf einmal. Mein Teig ist fertig. Ich habe das so ganz langsam 1 bis 2 Minuten so ein bisschen durchgemischt. Jetzt mache ich noch ein bisschen mit dem Löffel, ganz vorsichtig. So, der Teig kommt jetzt aufs Blech, mit Backpapier ausgelegt. Und das Ganze kommt in den Ofen bei Ober- und Unterhitze. Zuerst den Ofen vorheizen, 180 Grad. Und Ober-Unterhitze ungefähr für 20 bis 30 Minuten. Das hängt aber von dem Ofen ab. Ich muss auch schauen. Also zuerst mache ich ihn auf 180 Grad. Den Rest für, so für 20 Minuten. Danach werde ich so 5 bis 10 Minuten noch auf 200. Man muss so ein bisschen dabei bleiben und schauen. So, ab in den Ofen. Den Ofen habe ich jetzt schon vorgeheizt. Auf mittlerer Stufe herstellen. Erstmal 180 Grad und nach 20 Minuten schauen wir, wie er aussieht. Also, solange der Biskuit am Backen ist, machen wir die Creme fertig. Also, ich werde erstmal die Schlagsahne mit dem Zucker und mit dem Sahnesteif und ein bisschen Zitronenaroma aufschlagen. Also, wichtig, die Schlagsahne muss ganz kalt sein, also gekühlt vom Kühlschrank. So, ich schalte jetzt das an, lasse erstmal laufen und den Rest werde ich ganz langsam einrieseln lassen. Die Sahne, ich habe jetzt geschlagen. Jetzt werde ich den Schmand ganz vorsichtig unterheben einfach. So, ich habe jetzt so ungefähr eine Minute das bisschen untergehoben. So, die Creme ist soweit fertig. Ich stelle sie jetzt erstmal in den Kühlschrank und gucke nach meinem Biskuit. Also so sieht er jetzt nach 20 Minuten aus, also ist jetzt bald fertig. Ich lasse noch vielleicht 2-3 Minuten hin und hole ihn raus. Ich habe jetzt meinen Biskuit rausgeholt, habe ihn jetzt schon auch umgedreht. Jetzt hole ich das Backpapier runter. Also bei mir war der Biskuit im Ofen 25 Minuten bei 180 Grad und die letzten 2-3 Minuten habe ich erhöht auf 200. So, jetzt werde ich ihn ganz vorsichtig direkt so auf einer Rolle zusammen, mit so einem Tuch.
zusammenrollen, ganz vorsichtig. So ungefähr so. Jetzt lasse ich das bisschen abkühlen und dann wird er wieder ausgerollt und mit Creme beschmiert. Also mein Biskuit hat sich jetzt etwas abgekühlt. Jetzt machen wir weiter. Ich tue ihn so vorsichtig ausrollen. So. Also ich tue Creme drauf. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Erdbeermarmelade und tue so in der Mitte dazu. So, jetzt werde ich das Ganze wieder zusammenrollen. Das Ganze kommt jetzt da drauf. So. Und die Creme noch mal drauf. Man kann natürlich so die Enden abschneiden, damit es ein bisschen schöner aussieht. Aber ich mache das nicht. Wird ja sowieso gegessen. So, ich werde jetzt das bisschen mit Keksen jetzt ein bisschen dekorieren. Muss jetzt nicht sein, aber ich mache das gerne. Sieht ein bisschen hübscher aus und schmeckt auch ganz gut. Jetzt werde ich ihn durchschneiden und gucken, wie es von innen aussieht. So sieht er von innen aus. Ist schön weich. Ist super lecker. Ist auch nicht aufwendig zu machen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.